Ursula Wunder, Präsidentin der Energiekommission in Zeevolen. Wave Trophy, oder wie man das immer sagt, macht halt in Zeevolen. Warum das? Allein schon, weil es ein sehr aktuelles Thema ist. Die ganze Geschichte mit Elektroautos ist etwas, das heute nicht mehr nur noch irgendwelche Freaks betrifft, sondern auch wirklich ein Haufen Leute, die sich jetzt Gedanken machen, mein nächstes neues Auto, wie weit soll das einen Elektroantrieb haben. Und ich finde die Idee genial. Sie kommen hier durch, also steht das eigentlich relativ außer Frage, dass wir uns da als Energiekommission von Zeevolen stark machen dafür, dass sie einen Stopp machen und uns einmal vorstellen, was denn da so alles an Innovation, an Ideen und sicher auch an spannenden Zeug jetzt denn da noch wird vorfahren. Hoi, jetzt schau mal schnell. Und das ist ein Treibstoff, damit, wenn es genau. Das ist dann der Treibstoff für die Fahrer, aber natürlich erst für heute Abend, um die Reserve zu füllen. Aha, aus nicht dem Reserve, wenn es elektrisch nicht mehr geht. Genau, also das ist aus dem Kriesidorf. Oh, zeig noch mal schnell. Moment schnell. Kriesidorf Zeevolen. Allerdings muss man gestehen, unsere Kriesibäume sind leider noch nicht so weit. Darum mussten wir da ein bisschen bei den Nachbarn holen. Aber gleich als Brennerei, sehr schöne Geschichte. Brennerei, Oberschan. Ja. Ja, ich hoffe, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen können. Das Wetter spielt ja heute auch mit. Was ist die Koordination? Klappt das? Ja, super klappt das. Wo sind Sie im Moment? Wir sind gerade in Segerins. Wo? Im Segerins. Ach so, also. Ja. Alles aufgeladen, alles klappt, alles geht? Genau, die sind jetzt on the road. Okay. So ein Gag, hey, was steigt denn da aus? Was da aussteigt? Ja. Ja, niemand steigt aus. Es geht nur darum, dass die Leute hier sehen oder die Kinder hier sehen. Haben die leicht Verspätung? Die Aufladung schlecht, der Strom schlecht, zu wenig Sonne? Nein, können wir überhaupt nicht klagen. Haben wir gestern ein bisschen gehabt, zu wenig Sonne, ja, aber momentan ist erste Sahne. Perfekt. Ganz toll. Vor allem einen tollen Empfang da. Wir sind uns nicht gewöhnt, dass die Kinder gerade so parat stehen und 8 Uhr fertig los. Und das ist mega cool. Freut uns. Ich sehe auch ein paar Private, die am Aufruf in der Zeitung gefolgt sind und auch Interesse bekundet an dem Wave, der heute bei uns Station macht. Ich möchte die Organisatoren auch ganz herzlich begrüßen. Die ersten Fahrzeuge sind schon eingetrudelt und stehen schon in den Startlöchern, um beurteilt werden von den Schülerinnen und Schülern, die da schon ganz nervös auf die Fahrzeuge schauen. Wir möchten alle herzlich willkommen heißen von der Seite der Gemeinde, aber auch von der Energiekommission Zeevolen. Als Energiestadt freut uns das ganz, ganz besonders, dass wir Sie alle hier heute Nachmittag bei uns in Zeevolen haben dürfen. Ein paar Informationen über das WAVE. Was ist die WAVE? WAVE ist die grösste Elektroauto-Rallye der Welt. Sie findet schon zum 8. Mal statt. Die Fahrer sind gestartet in Winterthur, fahren via Zürich ins Wallis und sind heute Morgen in Disentis gestartet. Das Ziel heute Abend ist in St. Gallen. Das gibt zusammen 1300 Kilometer. Das ist also eine rechte Herausforderung für gewisse Akkus. Angemeldet sind 86 Fahrzeuge mit 86 Teams. Darunter ist auch 4 elektrische Motorräder, ein elektrisches Postauto, das kommt aber nicht hier vorbei, und ein Lastwagen, ein elektrischer, der kommt aber hier vorbei. Fast alle, die hier vorbeikommen, sind Privatteam, aber auch 20 Unternehmen und eine Hochschule ist dabei. Teilnehmer vom WAVE kommen aus der ganzen Welt. Aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Tschechien, aus Österreich, aus Liechtenstein, aus Slowenien, aus der Slowakei, aus Italien, aus Frankreich, Irland, Indien und die am weitesten hatten, von Singapur. Die 86 Fahrzeuge
sind in vier Gruppen unterwegs. Nur eine Gruppe von denen kommt heute in Sevelen vorbei. 22 Fahrzeuge sollten nachher hier defilieren. Man kann einen Tesla auch mit nur einem Motor fahren, das ist kein Problem. Es ist so, dass natürlich mit zwei Motoren das Drehmoment viel grösser ist. Und wir sind jetzt mit dem Anhänger zusammen, mit dem Material hinten rein, sind wir etwa 4,6 Tonnen schwer. Und wir haben jetzt einen Verbrauch von etwa 400-500 Wattstunden pro 100 Kilometer. Das heisst natürlich, dass man nicht die, wie in den Medien immer gesagt wird, 500 Kilometer fahren kann, sondern wir sind jetzt etwa bei 240, 280 Kilometer, je nachdem wie die Topografie ist. Sonst haben die Tesla fangen so irgendwo bei 75'000 Franken an, gehen dann darauf, Tesla X, je nachdem welche Motoren, wie viel Reichweite von der Batterie man hat. Wir sind hier mit dem Tesla Roadster unterwegs. Das ist das allererste Auto, das sie bei Tesla gebaut haben. Jetzt, das Modell ist sogar von der ersten Serie vom Roadster. Wir haben etwa 250 km Reichweite, 250 PS. Und ist ein recht cooles Auto, also wenn man da mal aufs Gaspedal drückt, dann geht es schon recht ab. Für Wochenende sehr geeignet, um ein bisschen rumcruisen und so. Wir haben einen kleinen Kofferraum, aber alltagstauglich ist halt so, geht so. Merci mal. Das ist gut. Also, hallo miteinander, ich bin der Mike Vonnederhäuser, ich bin der Fahrer hier vom Lightning McLaughlin, von dem E-Golf, den ihr hier seht. Der E-Golf hat Jahrgang 2016, ist ein vollwertiges Auto. Ich fahre den seitdem, dass es ihn gibt. Und ich fahre mit dem jeden Tag 100 km und mehr. Und es ist ein absolut problemloses Auto, funktioniert auch so einwandfrei und ist absolut alltagstauglich. Ihr habt vorhin gehört, so ein Tesla Model X fährt bei etwa 75'000 Franken an. Da bekommt ihr von dem hier schon zwei. Also Golf, da gibt es so Occasion ab 20-30'000 heute auf jeden Fall. Und den neuen gibt es auch schon für 40'000. Also ein einwandfreies Auto, das alltagstauglich ist und das man sich auch leisten kann. Wir fahren mit einem Nissan Leaf 2. Das ist die neue Generation, kann man seit etwa 3 Monaten kaufen. Das Fahrzeug ist sehr alltagstauglich. Es fährt sich vergleichbar mit einem konventionellen Fahrzeug. Man muss eigentlich nichts Großes beachten. Vorteile sind, man hat dann One-Pedal-Driving. Ich kann komplett nur mit dem Gaspedal fahren. Dann Reichweite ist ausreichend. Ich kann zum Beispiel von Lindau bis nach Bern fahren mit einer Akkuladung. Nachladen geht auch in etwa einer halben bis dreiviertel Stunde und Gepäckraum ist auch ordentlich da. Wir haben neben unserem Gepäck auch noch das Gepäck von 5 anderen Leuten mit dabei. Team Nummer 25 in time. Also wir haben hier einen Kibbutz E-Rod. Es hat eine Beschleunigung etwa wie so ein Lamborghini. Das ist alles für die Jungs, wie so ein Lamborghini. Ich kann 120 km fahren. Und das Coole ist, mein Vater hat es selber zusammengebaut. Er hat es als Bausatz gekauft und hat es jetzt das letzte halbe Jahr wirklich selber zusammengebaut. Und es fährt super, wie ein Go-Kart. Ja, selber zusammengebaut. Ich bitte schön, dass Team 25 bewertet. Es war ein elektrischer BMW-Roller rum. Ganz ein hübsches Teil. Schau mal, ein Haufen Gepäck, das da hinten drauf ist. Und stinkt nicht wie die normalen Töpfe. Das ist der BMW C Evolution Long Range. Das ist die einzige Motorrad, das BMW herstellt mit Elektroantrieb. Es hat eine Reichweite von knapp 200 km. Aufladezeit von ca. 4 Stunden an der Haushaltssteckdose. Und eine Maximalgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer. Wenn ich allerdings 130 Stundenkilometer fahre, dann ist die Reichweite schon etwas kürzer. Aber im Überlandbetrieb schaffe ich 200 km Distanz. Kostet tut das Fahrzeug mit dem Zubehör, wie es jetzt ist, mit der höheren Scheibe und Griffhaltung von 15'000 Franken. Das ist
deutlich mehr natürlich besser wie das Benzinmotorrad. Aber immerhin ist es umweltfreundlich. Ja, hallo, Dennis und Dominik, wir kommen vom VDE aus Deutschland. Wir haben einen i3, sind innerhalb von einem Tag mit dem Auto hierher gefahren in die Schweiz. Wir haben in den letzten Tagen 3 Alpenpässe an einem Tag ohne Aufladen geschafft. Also das Auto ist absolut langstreckentauglich. Ja, wir können überall laden, an jedweder Art von Ladestation. Das ist echt super. Auch im Innenstadtbereich, wo er normal eingesetzt wird, fährt er einwandfrei. Der Wenderadius ist sehr, 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 sehr klein. Und ja, wir freuen uns bei der Wave dieses Jahr dabei zu sein. Und haben eine Spitzengeschwindigkeit von 150, 160 km/h. Das ist auch schon ordentlich für ein Elektroauto. Ja, wir haben einen Range Extender drin. Jetzt hier während der Wave benutzen wir ihn natürlich nicht. Aber im Notfall kann man auch mal auf Benzin fahren, wenn mal absolut keine Ladestation frei ist. Team Nummer 28 wird jetzt auftauchen, das Team Elera Herb. Aus Deutschland. Also Windschnitte ist für mich etwas anderes. Aber heute zusammen. Wir haben vor ein paar Tagen einfach ein Auto, wo wir arbeiten, wo wir einkaufen können, wo wir Ausflüge machen können. Wir sind aufs Internet schauen und haben den Kia Soul von Südkorea gefunden. Er fährt tiptop, hat etwa 200 km Reichweite. Wir können von Lugano auf Luzern fahren. Wir können alles mit ihm machen. Er hat Sitzheizung, Sitzkühlung. Fahrradheizung, wir können Musik hören, wir sind total zufrieden. Danke vielmals. Der Fahrer sagt ja, also sicher der leichteste, und das ist auch gut, wenn man mit 2,5 Tonnen wie ein Tesla unterwegs ist und erst noch fit kann bleiben kann, wie der ganze Sache. 31. Genau. 31. Ja. 31. 31. Ein Oldtimer und gleich dem Rallye mit. Was für eine Reichweite habt ihr? Etwa 170 km. Mit der Drohne treten? Ja, mittreten können wir vielleicht 180 oder so. Also immerhin 10 km weiter, wenn man sportlich ist. Gut, also mein Name ist Manuel Paganini, ich bin hier der Beifahrer. Und wir sind mit dem Bike unterwegs. Ein grosser Vorteil, den wir haben, wir finden fast immer einen Parkplatz. Es ist klein, es ist leicht, es macht Spass. Wir können jetzt bei dem schönen Wetter auch das Dach wegnehmen, was es natürlich noch toller macht. Und wir können uns während dem Fahren bewegen, wir können noch ein bisschen Sport machen. Ja, das wäre so auf unserer Seite aus. Es macht einen riesen Spass. Eigentlich ein Versteck für Mercedes. Schnell an mir vorbeirauschen, sonst verpassen wir was. Oh. Ich möchte einfach im Namen von der Gemeinde Zevelen noch ein kleines Dankeschön überreichen. Oh. Es ist ein Krisenschnaps, wir sind ein Krisendorf. Super. Allerdings noch nicht aus unserem Dorf, unsere Krisenbäume sind noch etwas lieber, die Nachbarn haben mitgeholfen. Super, danke vielmals. Einfach mit der Auflage erst heute Abend, dann, gell? Wenn der Schlüssel gezogen ist. Ja, das nimmt keine Angst an. Und hat alles wunderbar geklappt. Wir sind ganz begeistert. Darf ich schöner bitten, den elektrischen Markt zu bewerten? Er hat Startnummer 32. Du kannst Tschechisch? Ja, das ist natürlich ein Heimvorteil. Wir können leider nicht Tschechisch, da müsst ihr Roni übersetzen. You have to speak English, I don't understand Czech. Okay. I do understand, but I don't understand German. I welcome you here. This is a Tesla 75D, 2 motors, 1 inch axle. Super, ich habe mit ihm Tschechisch gesprochen und finde es voll cool da. Mein Favorit, weil er einfach der einzige ist im Moment, wo man meinen Augen zahlen kann. Und das finde ich ganz genial und gleich eine gute Reichweite hat. Ich gebe ihm. Also, ich begrüße euch hier zur Präsentation vom Zoe. Wie er schon gesagt hat, ist es wirklich das einzige Auto, das man heute zahlen kann. Man kann es brauchen wie ein normales Auto. Man kommt locker von A nach B, ohne zu überlegen, reicht es oder reicht es nicht. Er hat unsere Version 140 km Reichweite. Bei einem Supercharger haben wir in 1,5 Stunden eine volle Ladung. Und es ist wendig, man bringt sie in die Parklücke und es ist ein Flitzer.
hat 5 Plätze, also ideal für eine Familie. Man kann den brauchen, wo man will. Es ist das Auto, das einfach ideal ist. Danke für die Auskunft. Darf das Team CKW bitte vorrücken? I can do it. I can touch it. Okay. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass wir von der SBB mit einem Elektroauto unterwegs sind, sonst kennt man uns eigentlich nur von der Schiene. Aber wir haben seit 1,5 Jahren ein spezielles Angebot im Programm. Für all die, die sich entscheiden können, die sagen, ich fahre gern Bahn, aber auch gern Auto, haben wir so ein Kombi-Angebot, wo man ganz entspannt von zu Hause mit dem Elektroauto zum Bahnhof fahren kann und dann mit dem Zug zu seinem Zielort. Man kann die beiden Themen kombinieren und das zu einem sehr günstigen Preis. Ich hoffe, wenn ihr mal groß seid, dann werdet ihr genau dieses Angebot dann auch wählen. Und das Spannende, weil die Kollegen haben auch sehr viel Werbung für das Auto gemacht. Ich zeige euch mal was Spezielles bei dem BMW. Weil der ist relativ leicht und steht in der Außenhaut aus Plastik. Und ich zeige euch mal was ihr mit euren Autos nicht machen dürftet. Seht ihr das? Da passiert nichts mit dem Auto. Es deformiert sich. Willst du es auch mal machen? Komm mal her. Komm her. Mach das mal. Ist das cool? Ja. Genau. Muss, glaube ich, noch den Motor laufen lassen, warm wollen. Nein, er kommt. Ja, er kommt. Ein Riesenteil. In der Schweiz elektrifiziert. 18 Tonnen schwer, bis 747 PS steht auf der Seite und kommt aus 300 km mit. Das ist die Zukunft. Viele von euch haben vielleicht noch ein 50-Fahrzeug daheim. Natürlich funktioniert das auch elektrisch. Wenn man dem immer schön Dünger gibt und immer schön Wasser gibt, dann wird irgendwann ein Elektrofahrzeug daraus. Und wenn man es noch ein bisschen länger im Garten lässt, gibt es irgendwann so einen Lastwagen. Also ihr könnt davon ausgehen, was im Kleinen funktioniert, funktioniert auch im Grossen. Und im Lastwagen kann man halt auch sehr gut planen, weil die fahrt alltag mehr oder weniger die gleichen Strecken. Wir sind ein kleines Unternehmen aus der Innerschweiz. Wir kaufen das Fahrzeug ein und bauen es umbauen auf elektrisch. Wir sind die Ersten, die das machen dürfen. So. Da wir zuerst herausfinden, geht es überhaupt. Aber ja, es geht. Es geht nicht nur im Kleinen, es geht auch im Grossen. Und wir sind stolz, dass wir dieses Fahrzeug auf die Strasse bringen dürfen. Und dass wir auch sehr gutes Feedback bekommen von diesen Fahrern, die diese tagtäglich durch die Strasse bewegen. Darf ich noch fragen, ist das ursprünglich ein Mercedes gewesen? Nein, das ist ursprünglich ein Iveco Stralis. Also ein Iveco wäre Italiener. Okay. Reichweite steht auf der Seite, je nach Akkustatik bis 300 km. Stimmt das? Ja, das stimmt. Es kommt natürlich jetzt darauf ab, wie schwer das Fahrzeug ist und wo das gefahren wird. Am besten, am weitesten können wir effektiv in der Stadt, wo das Fahrzeug am meisten Sinn macht. Wundersympathisch, ich, der seit 1999 mit Elektrowelo unterwegs bin. Das ist ein Lastenfahrrad, wo man vorne, ja, man kann vorne auch ein Kind reinsetzen oder halt eine Kiste Bier transportieren. Und wir sind heute schon 110 Kilometer gefahren, von Vicentes nach hier. Und ja, hat Spaß gemacht. Und wir müssen heute noch 50, 60 Kilometer fahren. Das ist von einem Schweizer Urgestein, dem Philipp Kohlbrenner. Und dieses Rad zeichnet sich durch große Reichweite aus, im Normalbetrieb bis zu 200 Kilometer. Der Motor sitzt an einer anderen Stelle, nicht wie sonst, entweder im Unterbereich oder als Heckmotor, sondern er ist seitlich angebracht. Er hat etwa auch 500 Watt Leistung und die maximale Steigung, die man mit diesem Fahrrad fahren kann, liegt irgendwo bei zwischen 25 und 26%. Hallo miteinander, vielen Dank, dass ihr da
in so einer grossen Anzahl erschienen sind und schauen, wie die Elektromobilität, die Mobilität von morgen, respektive auch von heute schon, vorbeizieht, lautlos, abgasfrei, mit extrem wenig Energie. Ich glaube, ich brauche heute mehr Spaghetti, als der Stromer nachher Strom braucht. Das ist etwa die fünfte Version vom Stromer, von einem Schweizer Fabrikat, wo Oberwangen bei Bern hergestellt wird. Diese Serie wird sogar komplett in Oberwangen montiert, also absolut Swiss-made. Im Design nochmal einen riesen Sprung für sie, der Motor nochmal einiges stärker, viel mehr Drehmoment. Und ich kann mit dem Motor fast gleich viel Leistung elektrisch bremsen, wie ich bergauf kann fahren. Also bei einem Pass kann ich zum Teil 30-50% von der Energie, die ich brauche, dafür rauf, aber wieder in die Batterie zurückladen. Vorgestern bin ich mit Radler-Kollegen zusammen an dieser Wave an einem Tag von Bern los und 240 km gefahren, etwa 80% davon im Regen. Und es läuft, und es läuft, und es läuft. Danke vielmals! Von diesem Tiss hatte ich 108 km bis auf Sargans und dort waren noch 35% Rest vom ersten Akku. Danke vielmals. Gewaltige technische Daten, könnte gerade neidisch werden. Wenn ich mal reich bin, kaufe mir das weiss. Ja, liebe Kinder, ihr werdet so super, ihr habt so toll vorbereitet. Ich möchte mich bei allen hier bedanken, bei den Lehrern, bei den Kindern, bei den Eltern, die hier mitgearbeitet haben. Ich hoffe, wir haben euch einen Einblick in die Zukunft der Elektromobilität und möchte mich